Hallo, meine lieben Freunde. Ja, mach mal Ratatouille, haben sie gesagt. Französisch. Klar mache ich, habe ich gesagt. Aber. Da ist ja gar kein Fleisch dran. Das ist ja nur Gemüse. Na, da habe ich auch noch ein bisschen so Spanferkel-Rollbraten geholt. Wa? Und dann machen wir das dazu und das wird bestimmt ganz lecker. Naja, die haben ihre Soljanka, die anderen haben Ratatouille, wa? Soljanka hat wenigstens Fleisch drin oder Wurst. Aber ich zeige mal, was wir alles da so brauchen. Wir brauchen heute jede Menge. Ja, wir haben ja 3 Gemüsezwiebeln, ne? Dann haben wir hier 4 Zucchini, eine Peperoni, Knoblauch, dann nehmen wir 6 Zehen, eine Tube Tomatenmark. Dann nehmen wir auch Kräuter der Provence. Dann nehmen wir die ganzen 15 Gramm. Ja, hier mal rüber. Ha, seht ihr, Paprika haben wir hier 9 Stück gemischt. Ne? 2 Auberginen. Oh. Dann haben wir hier gehackte Tomaten. 4 kleine Dosen. Und dann haben wir noch, ja, was brauchen wir noch? Pfeffersalz. Und dann Olivenöl zum Anbraten, logisch, 2 Teelöffel Zucker und dann brauchen wir noch hier, haben wir noch einen schönen Spanferkel-Rollbraten und Reis. Ja. Reiskochbeutel, jawohl, Langkornreis. Und dann müssen wir auch noch alles klein schnippeln, wa? Ja. Erstmal alles abwaschen hier. Die Schale bleibt dran. Und dann halt abwaschen. Peperoni zum Schluss. Fertig. Zwiebeln schälen. Dann die Zwiebel schneiden. Oh, relativ, ja, das ist schön, relativ fein. Dann die Zucchini. Ja, ganz einfache Geschichte. Die machen wir halt hinten und vorne ab, hier, die Bibel, ne? Dann schneiden wir da so mundgerechte Stücke. Wir können jetzt alles Scheiben schneiden und klein schneiden, aber ja, wir haben keine Zeit. Nee, wir machen das so. Na, und dann schneiden wir uns ja so mundgerechte Stücke ab. Und die kommt dann zu den Zwiebeln mit. Die brauchen wir als erstes. Ja, dann die Paprika. Die schneiden wir auch in mundgerechte Stückchen. Nächstes nehmen wir unsere Peperoni, schneiden wir auf, Kerne raus, so weit wie es geht. Ne? Die sind ja so richtig scharf. Dann schneiden wir uns so kleine Stückchen. Und ganz wichtig, wenn ihr das geschnitten habt, erst Hände waschen und dann in die Nase bohren. Ja, kleine Portion. 6 Knoblauchzehen werden jetzt geschält. Und dann auch geschnippelt. Ja, das macht keiner gerne, aber einfach nur so.
schneiden. Aubergine. Oh ja, nicht schlecht, ne? Echt super Zeug. Mach doch mal rein und dann ein bisschen Salz, ne? Wisst ihr ja. Damit es nicht so bitter ist, Junge. Ihr müsst natürlich dann mit Salz aufpassen beim Würzen der Suppe. Nee, vom Ratatouille. Ja, hier steht nur alles vor mir, kleingeschnippelt. Den Neuner Dutch habe ich schon auf der Feuerstelle. Der Rollbraten ist im Grill. Und wir fangen einfach mal an, wa? Ja, den ersten großen Schluck Olivenöl. Da drin braten wir dann unsere Peperoni an. Die soll praktisch nur das Öl verfeinern. Die Zucchini mit den Zwiebeln hinterher. Keine Angst, der Topf reicht. Es kocht alles schön ein. Alles nur wasserhaltiges Gemüse. Ja, einfach ein bisschen brutzeln lassen. Paprika dazu. Schön durchrühren und weiter brutzeln lassen. Noch die salzene Bohrmaschine dazu. Das heißt, wir müssen nachher mit dem Salz sparen. Ja? Dann würzen wir nur noch mit Pfeffer und ein Geringteil Salz. Ne? So, erstmal ran hier. Ja. Und natürlich wieder alles umrühren. Und nochmal 5 Minuten köcheln lassen. Jetzt ist Zeit fürs Tomatenmark. Ihr seht, die Flüssigkeit tritt schön aus, ne? Und es wird immer weniger im Topf. Also eine ganze Tube Tomatenmark muss ich verbrennen. Alles unterrühren. Jetzt kommt alles dran, was wir noch da haben. Ich lasse mal das Salz hier drin, ne? Nehmen nur den Pfeffer. Ja. Die Tomaten dran. Den Knoblauch. Den Zucker. Und zum Schluss die Kräuter der Provence. Ja, ich nehme doch nicht das Ganze, ne? Ich nehme so ein. Die Hälfte. Also 7-8 Gramm. Oh. Jetzt wird erstmal alles schön verrührt wieder. Oh ja. Yeah. Ratatouille. Essen ohne Fleisch. Jawohl. Lecker. Jetzt muss ich schon mal kosten, ne? Ich koste jetzt einfach mal. Ja. Salz fehlt nicht mehr, also ich mache das nicht mehr dran. Lass mir jetzt nur so eine Viertelstunde, 20 Minuten kochen. Noch ein bisschen Wasser dran. Ein bisschen dünner darf es ruhig sein. Ja. Nochmal verrühren, ja, und dann, wie gesagt, eine Viertelstunde ungefähr noch kochen lassen. Und dann ist schon fertig. In der Zwischenzeit schauen wir mal zu unserem Spaß.
Spanferkel-Rollbraten. Und ja, das sieht auch sehr gut aus. Ja, der war vormariniert. Den habe ich geholt, weil Ratatouille ist ja vegetarisch. Weil, ja, sieht schon lecker aus. Und wir haben jetzt 70 Grad erreicht. Und da wollen sie eine 475 Grad haben. Das reicht uns vollkommen aus, ne? Und naja, ich denke mal so noch eine Viertelstunde und haben eine schöne Beilage für unseren, ja, für unser Ratatouille und den Reis, ne? Die Zeit ist um und hat sich schon eine Haut gebildet, ne? Hat schön vor sich hingequackert und ja, schöne Konsistenz, ne? Schön schlotzig geworden. Jetzt müssen wir nur noch unser Fleisch aufschneiden. Und dann kann man essen. Hier ist dann unser wunderbarer Rollbraten. Spanferkel Rollbraten. Der hat jetzt eine 74 Grad gehabt. Hat kurz geruht. Jetzt pflücke ich mal alles auseinander. Oder ich lasse es einfach so, ne? Und schneide einfach eine Scheibe ab. Oh ja, schaut mal, das ist natürlich auch richtig, richtig geil. Wir haben es geschafft, bevor es dunkel geworden ist. Ist unser Ratatouille fertig, unser Spanferkel-Rollbraten auch und dazu haben wir Reis und jetzt kommt das Beste, jetzt wird die gekostet, Ratatouille ohne Fleisch. Heiß, Junge. Ja, schmeckt wie Gemüse, oder? Auch nicht schlecht. Jetzt mal mit dem Reis vermischen. Ganz normaler Langkornreis aus der Tüte, ne? Der ist nicht mal ganz so heiß wie unser Ratatouille. Boah, das war heiß heute, Mensch. Und jetzt Spanferkel-Rollbraten, Spontankauf. Mariniert war der, ja. Und der schmeckt richtig geil, ja. Ja, richtig cool. Aber der Rollbraten war heute nicht Bestandteil des Gerichts. Also schon eine kleine, ne? Aber eigentlich Ratatouille. Das soll ich machen. Es gibt ja auch unzählige Variationen und das ist nur eine davon. Ne? Manche lassen noch Paprika weg, machen noch Oliven dran. Je nach Land oder ja, Region, sage ich mal. Ne? So schmeckt es gut. Man kann es mal essen. Ja, ein bisschen wenig Fleisch dran am Ratatouille. Aber mit dem Spanferkel schmeckt das so richtig geil. Wa? Man kann natürlich auch Lamm dran machen, ja. Und dann noch die schönen, die Kräuterbutter drüber. Schmeckt bestimmt auch richtig lecker. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und ich wünsche mir viele Daumen hoch. Und viele Kommentare wünsche ich mir, ne, wie es euch gefallen hat, was ich ändern kann. Und schaut auch bei Facebook in meine Gruppe, in unsere Gruppe, die Grillmaster. Ja, da seid ihr herzlich willkommen. Könnt ihr alles reinsetzen, eure ganzen Gerichte.
auch wenn man nur zum Frühstück was macht, ja. Alles kein Ding, aber Bilder, bisschen Rezept, ein bisschen Beschreibung. Und da läuft das. Alles klar, meine Freunde. Das war's für heute, euer Micha. Bye, bye.